Wie ist die Bilanz der Erstürmung des Regierungsviertels? Also nach allem, was bis jetzt bekannt ist, gab es ungefähr 40 Verletzte. Da auch relativ viele Sicherheitskräfte, also Polizisten. Ich habe ein Video gesehen von einem berittenen Polizisten, der quasi mit Stöcken von mehreren Leuten vom Pferd gerissen wurde. Journalisten sollen attackiert worden sein. Nach jetzigem Stand gab es ungefähr 300 Festnahmen. Aber ich denke, dass da halt auch jetzt Videomaterial noch ausgewertet wird und dass da noch einige dazukommen. Und ja, das Ausmaß der Verwüstung ist natürlich verheerend, ne? Also wenn man die Bilder da sieht, das Gebäude des obersten Gerichtshofs, das ja im Grunde, also die drei Gebäude gestürmt wurden, die liegen alle an dem Platz der drei Mächte. Und das wurde komplett verwüstet. Da wurden Kunstgegenstände zerstört, also ein Wandteppich von der Kaiserin Leopoldine, ne, aus der Monarchie von 1800, Anfang des 19. Jahrhunderts. Büsten, Mobiliar wurde zerschlagen. Man sah überall, dass da die Sprinkleranlagen angingen. Also es werden verheerende materielle Schäden zu beklagen sein, das denke ich schon. Und auch da wird auch erstmal kein Arbeiten wahrscheinlich in der Form möglich sein in den Gebäuden. Gab es im Vorfeld Hinweise auf die Aktion? Nach allem, was man so hört, kursierten schon in den letzten Tagen vor dieser Veranstaltung in einschlägigen Netzwerken, also Telegram, WhatsApp, Hinweise und Aufrufe, dort eben hinzukommen und an einer Demonstration teilzunehmen. Wie man jetzt auch hört, wurden Leute auch von weiter her dort extra hingefahren. Also mussten Busse organisiert werden und von daher wird das keine spontane Aktion gewesen sein. Und auch wenn der inzwischen entlassene Anderson Torres, der Sicherheits, wie soll man sagen, der zuständige Mann für die innere Sicherheit im Bundesstaat um Brasilia, inzwischen auch behauptet, er hätte davon nichts gewusst. Die Polícia Civil, die behauptet das Gegenteil. Sie sagt, sie hätte sehr wohl informiert, die Behörde von Torres. Und von daher, also man hätte vorbereitet sein können, auf jeden Fall. Warum konnten die Sicherheitskräfte wenig ausrichten? Ja, es war halt im Grunde das Ganze so ein bisschen auf Sparflamme dort personell. Wenn man so sieht, ich weiß nicht, kann man schlecht einschätzen, es war ein Sonntag, da sind sowieso, glaube ich, generell weniger Leute an und in den Gebäuden, was allerdings auch ein Glück war. Wenn da jetzt noch Abgeordnete gewesen wären und Angestellte und so weiter, dann wäre es wahrscheinlich noch viel schlimmer eskaliert. Ja, und wenn dann da so eine große Zahl von Demonstranten oder ja, Demonstranten klingt fast ein bisschen harmlos, ne? Das sind ja aufgebrachte Randalierer, fest entschlossen, da wirklich auch Gewalt anzuwenden. Wenn die so in großer Zahl dorthin strömen, was will man da machen, wenn da vielleicht 20, 30, 40 Sicherheitskräfte sind? Natürlich kann man dann Verstärkung rufen oder sowas, aber sich dem entgegenstellen ist natürlich die andere Sache. Wobei natürlich auch man sich fragt, muss es dann sein, dass man an der Seite steht, sich mit den Demonstranten unterhält und noch Selfies macht von dieser Veranstaltung dort, ne, und im Grunde gewähren lässt. Ne? Also im Grunde, ja, also man hätte da sicherlich schneller auch von Seiten der Behörden reagieren können. Welche Konsequenzen gab es für die Polizei? Also als erstes hat der Gouverneur gestern Abend den Beauftragten für die innere Sicherheit im Bundesdistrikt, den Anderson Torres, entlassen. Torres war interessanterweise vorher, bevor er diesen Posten innehatte, war er, ich glaube, ein Jahr lang oder ein gutes Jahr lang Justizminister von Bolsonaro. Also man kennt sich durchaus, ne, also in der Szene. Und heute Morgen wurde eben auch eben der Gouverneur Rocha vom Bundesrichter Alexandre de Moraes eben für 90 Tage aus dem Amt suspendiert. Dann hat Lula in seiner Ansprache gestern, als er auf den Anschlag reagierte, hat er ganz explizit auch das Verhalten der Polizei kritisiert, der Sicherheitskräfte. Und ich denke, dass das auch noch weitere personelle Konsequenzen dann mit sich bringen wird. Das war jetzt sicherlich ein Anfang, aber die weiteren Ermittlungen werden da sicherlich noch weitere Personen zutage fördern. Welche Rolle spielte Ex-Präsident Bolsonaro bei der Radikalisierung der Protestbewegung? Als Präsident hat er systematisch 4 Jahre lang Zeit gehabt, auf so eine Eskalation hinzuarbeiten. Er hat ja im Grunde
seine Leute von Anfang an, seine Anhänger unter Druck gehalten, den Druck hochgehalten, die Aggressivität im Grunde auch immer den Pegel versucht hochzuhalten. Und es war letztlich nur, ich würde sagen, folgerichtig oder eine Frage der Zeit, bis es wirklich zu so einer massiven Eskalation kommen würde. Er hat ja auch jetzt nach seiner Wahlniederlage, hat er die Wahlniederlage erstmal nicht so richtig eingestanden. Er hätte immer so ein bisschen rumlaviert und rumgeeiert und auch die ganzen Blockaden und die ganzen Demonstrationen, die ja schon im Vorfeld stattgefunden hat, die Straßenblockaden und vor den Kasernen, wo Demonstranten dann ein Eingreifen des Militärs folgen, hat er ja auch nie so richtig verurteilt oder gesagt, hört jetzt mal auf damit. Er hat immer nur gesagt, naja, das ist irgendwie, sollte man nicht tun. Und auch jetzt gestern hat er ja erst relativ spät reagiert und hat dann auch nur gesagt, naja, demonstrieren ja, aber eben nicht die Gebäude stürmen. Also es ist so ein, nennt man das Dog Whistling, ist, glaube ich, der Begriff dafür, ne? Dass man im Grunde was sagt, ohne es zu sagen. Ne? Also seine Leute wissen, sie erkennen die Botschaft, sie lesen zwischen den Zeilen und wissen, was er im Grunde damit bezweckt. Das war jetzt nicht so explizit wie Trump damals von einem Jahr im Kapitol, der wirklich die Leute noch angefeuert hatte und auch aufgefordert hatte, das zu tun. So schlau war er dann vielleicht auch, das nicht zu tun, weil gegen Trump wird jetzt auch ermittelt. Aber letztlich ist Bolsonaro der, wie Lula es ja auch sagte, ne, also im Grunde ist er der Verantwortliche für diese Art von Eskalation, die da stattgefunden hat. Wie reagierte der amtierende Präsident Lula? Er hat relativ schnell sich mit seinem Justizminister und dem Verteidigungsminister kurzgeschlossen und ist ja dann auch an die Presse getreten und hat dann ein Dekret verordnet, sagt man, glaube ich, ne, indem er eben die Stadt Brasilia und den Bundesdistrikt, also den Bundesstaat, im Grunde unter vorübergehend bis 31. Januar unter die Kontrolle der Bundesregierung gestellt hat. Er hat im Grunde also den Gouverneur entmachtet, um eben jetzt da für Ordnung zu sorgen, sorgen zu können und eben auch da direkt zugreifen zu können, um da eben weitere Dinge, die ja geschehen könnten, eben zu verhindern. Und er hat natürlich auch in seiner Ansprache ganz klar gesagt, dass diejenigen, die das gemacht haben, sie werden ermittelt und sie werden bestraft, hat die Polizei kritisiert. Und er hat natürlich auch nochmal ganz explizit den Ex-Präsidenten Bolsonaro beschuldigt, eben derjenige zu sein, der dafür verantwortlich ist. Sind weitere Ausschreitungen zu erwarten? Also ausschließen würde ich da mal gar nichts. Also ich war jetzt selbst überrascht eigentlich über den Zeitpunkt und der Vehemenz dieser Ausschreitungen. Ich hätte das, wenn überhaupt, früher erwartet. Aber es ist natürlich auch jetzt echt schwierig zu toppen. Ich meine, was will man jetzt noch machen, nachdem man da irgendwie die Herzkammer der brasilianischen Demokratie gestürmt und zerstört hat? Wie wollte man das jetzt noch toppen? Also das wird schwierig. Ich denke, es wird sicherlich noch so ein paar Nachwehen geben, einfach auch um weiter eben den Pegel so ein bisschen hochzuhalten, auch die Leute bei der Stange zu halten. Wahrscheinlich eher wieder so auf dezentraler Ebene, dass man sich andere Formen des Protestes überlegt, vielleicht keine Straßensperrungen mehr, sondern es gibt ja unterschiedliche Modelle, was man da machen kann. Und man wird sehen, ob das dann irgendwann mal zur Ruhe kommt oder ob das jetzt vielleicht sogar Begleiterscheinungen der kommenden 4 Jahre sein wird, also bis zur nächsten Wahl vielleicht. Also das wird sich zeigen. Also auf politischer Ebene wird es sicherlich weiterhin starke Opposition geben gegen die Regierung. Das sieht man auch irgendwie an der Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses und des Senats. Also da hat Bolsonaro eine starke Verbündeten-Schar um sich. Und wie die Zivilgesellschaft reagieren wird, das wird man eben sehen, ob da vielleicht doch irgendwann Ruhe einkehrt oder auch nicht.